Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Video. Paket von Amazon, ich sag's direkt aus dem Warehouse-Deal. Und wir rupfen es einfach mal auf. Und ihr seht es schon, es kommt schon zum Vorschein. Es ist ein Logitech Ultra Thin Keyboard Cover. Und zwar für das iPad der aktuellen Generation und das iPad 2. Kostenpunkt, Originalpreis oder Neupreis bei Amazon oder auch bei anderen Online-Händlern sind so knapp 100 Euro. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage im Warehouse-Deal auf der Lauer gelegen und es im Zustand entweder sehr gut oder wie neu für 83 Euro bekommen, also knappe 20 Euro weniger. Und ich finde, es ist schon eine Stange Geld dafür, dass es nur in Anführungszeichen eine Plastikhülle ist oder sein soll. Und tastaturmäßig halt auf, ja, auf Netbook-Niveau. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Coverschutz mit einem Nachteil. Und zwar für mich persönlich, wie ich finde, zeige ich euch gleich mal. So, da haben wir das Ding schon. Also, was man hier wieder auf den ersten Blick sieht, Zustand sehr gut oder wie neu funktioniert, passt. Wir haben Handbücher, wobei ich mich frage, Dinger werden doch nur per USB aufgeladen und per Logitech mit dem Ding gepairt und fertig. So, dann haben wir hier noch, da haben wir das Kabel versteckt oder auch nicht. Na komm raus du, es weigert sich gerade. Jetzt rupfe ich hier die Verpackung auseinander. So. Oh, noch ein Abwischtuch, super, das braucht man. Und der Anschluss, ihr seht es, ein stinknormales Micro-USB-Kabel. Und das war's dann auch. So, kommen wir endlich zum wichtigen Teil. Fall nach da einfach abziehen. Ist die Frage, wie wurde das hier wieder eingepackt? Ziehen wir es einfach mal raus. Und jetzt gucken wir es uns direkt mal an. Nachteil bei diesem Ding, also es hat eigentlich zwei Nachteile. Das hier ist dieses Klavierlack-Optik-Gedöns, das seht ihr. Sehr plastik, sehr kratzerempfindlich. Rückseite sieht dafür umso schöner aus. Ist die Frage auch, wie lange das so bleiben wird. Keine Gumminoppen. Also vom Zustand sieht das hier absolut in Ordnung aus. Lob an Amazon, das passt. Und Nachteile, genau, das eine war dieser Klavierlack, dann, es ist nicht im Weiß erhältlich, aber das sollte mir egal sein. Jetzt stecken wir das hier einfach mal rein, da macht es schon Klack, da hält der Akku, die Magneten halten das schon. Vom Tippgefühl, ich drehe mal ganz kurz, klapper, 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 ja. Also für dieses billige, man kann mir sagen, was man will. Also es ist eine billige Plastik-Keyboard-Tastatur. Dafür knapp 100 Euro zu verlangen. Also der erste Eindruck, mal gucken, wie sich das so entwickeln wird. Und der zweite Nachteil, klar, man kann es, hier ist auch wieder so ein Magnetcover an der Seite, wie beim, so, also ich kann da wieder dran packen und zuklappen. Und erhalte dann hier ein wunderschönes Cover. Also da ist nichts dran zu motzen. Das finde ich toll. Das ist auch nicht schwer oder zu schwer. Das hält einigermaßen. So, kommen wir aber zum Nachteil. Ideal wäre es natürlich, wenn ich jetzt wie gewohnt das Cover öffne. Ihr seht, das iPad schaltet sich an. Ups. Aber so richtig stark magnetisch hält diese Tastatur hier nicht dran. Also da muss man schon vorsichtig sein. Und Nachteil, ich kann es nicht rumdrehen. Also ihr seht das vielleicht, bis zu dem Winkel ist es in Ordnung. Und wenn ich dann weitermache, dann macht es klack. Ja, da löst es sich dann. Cool wäre natürlich gewesen, ich könnte es direkt einmal umklappen. Das war es eigentlich zum Unboxing. Und erster Blick, hochkant kann ich es auch benutzen.
Da hatte ich jetzt Angst, dass das jetzt nach hinten umkippt. Aber nö. Also da muss ich sagen, passt. Das Ding bleibt auch stabil. Das iPad wippt nicht allzu stark. Oder so gut wie gar nicht beim normalen Tippen wahrscheinlich. Also da macht es jetzt wieder einen guten Eindruck. Klar, ich mache natürlich noch ein Testvideo und ein bisschen mehr dazu. Und aber für erster Eindruck doch positiv. Kritikpunkte bleiben aber 100 Euro für ein Stück Plastik. Ah, 50 hätten es auch getan. Also jetzt nicht persönliche Meinung, sondern im Vergleich zu anderen Sachen, was man sonst so bekommt. Na gut, ich teste es, ich mache mehr Videos. Bleibt dran, bis zum nächsten. Tschüss.